Ja, ich bin bei lieben Kunden von mir, die ich schon seit Jahrzehnten betreue. Die haben ein Yamaha-Klavier, doch dieses Klavier macht jetzt Probleme. Ein Problem, das bei Yamaha häufig auftritt, es betrifft hauptsächlich Klaviere aus den 70er Jahren. Und zwar sind hier die Hammernusskordeln gerissen. Wenn diese Kordel gerissen ist, hat die Hammernussfeder keine Wirkung mehr. Meistens merkt man das nicht direkt, die Töne schlagen noch an, aber je nachdem, wie die Feder dann in der Mechanik steht, kann es auch zu Tonausfällen kommen, wenn diese dann den Hammer blockiert. Ich werde also jetzt hier die Mechanik ausbauen und dann zeige ich Ihnen mal, worum es genau geht. So, hier haben wir unsere Mechanik und hier sind die Kordelchen, von denen ich sprach. Die sind gerissen, die fallen so auseinander und somit funktionieren diese Federn nicht mehr. Und je nachdem, wie diese Feder dann steht, hier wo die Dämpfer sind, kann es passieren, dass dann der Hammer blockiert wird. Ich werde also jetzt hier die Mechanik mitnehmen in die Werkstatt und dann die Hammernusskapseln alle austauschen. Man könnte natürlich die Kordelchen alle austauschen, heißt die alten entfernen und dann neue einleimen, aber das ist viel mehr Arbeit und viel teurer, als wenn man hier neue Kapseln direkt verwendet. Ich habe hier welche von der Firma Renner, die passen perfekt. Und Renner ist natürlich ein hervorragender Hersteller. So sieht das Paket aus. Und so die Kapsel. Hier also diese Kordel, die wesentlich stabiler ist hier bei diesen Kapseln. Und die Kapseln werde ich also jetzt später dann in der Werkstatt austauschen. Und das zeige ich dann vor Ort. Das Problem ist natürlich, dass noch Arbeitsschritte hinzukommen. Wenn alle Hämmer wieder eingebaut sind, muss ich die später natürlich wieder genau auf die Seiten richten. Ja, das wäre also die Aufgabe, die mir jetzt bevorsteht, damit das Klavier wieder vernünftig spielt. Setzen wir das derweil wieder zusammen. Und wenn ich dann meine Arbeiten erledigt habe, können wir die Mechanik wieder einsetzen und die Hämmer dann wieder ausrichten. Dieser Hinweis mit den gerissenen Hammernusskordeln ist deswegen wichtig, weil das bei den meisten Klavieren von Yamaha aus den 70er Jahren auftritt. Wenn man reinschaut in die Mechanik und sieht braune Kordeln,
dann sollte man sehr vorsichtig sein, denn die sind meistens betroffen. Bei den neuen Klavieren ist das nicht der Fall. Und wenn man privat ein gebrauchtes Yamaha-Klavier kauft und denkt, man hat es günstig erstanden und es stellt sich dann heraus, dass dieser Fehler auftritt, dann verteuert das die Sache um einen nicht zu unterschätzenden Wert. Ja, dann werde ich die Mechanik jetzt mitnehmen und dann gebe ich mich an die Arbeit. So, wir sind jetzt bei mir zu Hause. Ich hatte ja gesagt, dass ich den Austausch der Hamanus-Kapseln in meiner Werkstatt vornehmen möchte. Die ist ja 2021 von der Flut, von dem Hochwasser zerstört worden und jetzt, wo das Video entsteht, immer noch nicht wieder aufgebaut. Deswegen arbeiten wir hier. Hier ist unsere Mechanik. Ich werde jetzt gleich alle Hämmer ausbauen und der Reihe nach hier schön auf dieses Brett legen. Das ist effektiver als jetzt jeden einzelnen Hammer aus und wieder einzubauen. Das geht dann etwas flotter. Aber ich möchte Ihnen zuvor noch einmal an dem Mechanikmodell hier zeigen, worum es genau geht bezüglich der gerissenen Kördelchen. Schauen wir uns das mal an. Hier haben wir unsere Hamanus-Kapsel und hier das Kördelchen und hier die Hamanus-Feder, die hier eingehängt ist. Wenn jetzt das Kördelchen gerissen ist, hat logischerweise die Feder keine Wirkung mehr. Was aber auch passieren kann, ist, je nachdem, wie das Federchen hier absteht, kann es gegen den Dämpfer kommen und damit den Hammer blockieren, sodass man diesen Ton nicht anschlagen kann. Deswegen sollte das schon funktionieren und deswegen werden wir jetzt hier an der Mechanik da dran arbeiten. Man könnte natürlich diese ganzen Kordeln austauschen. Ich habe hier mal Meterware, da müsste man sich entsprechende Stücke auf Länge schneiden, die alten Reste hier an der Kapsel entfernen und dann hier neue Kördelchen anleimen. Das ist aber enorm viel Arbeit, sodass ich dafür plädiere, lieber die kompletten Kapseln auszutauschen. Und das werden wir jetzt hier bei dem Instrument machen. Ich werde jetzt alle Bändchen aushängen. Das geht recht flott. Und dann die Hämmerchen ausbauen. Ich zeige das mal hier exemplarisch an einem. Hier haben wir unseren Hammer mit der Kapsel und dem gerissenen Kördelchen. Und dann lösen wir hier die Schraube und ersetzen die Kapsel einfach durch eine neue. So ist unser Vorgehen. Und danach werden alle Hämmer wieder eingebaut. Die Bändchen wieder eingehängt und wichtig ist dann natürlich nachher am Klavier die Hämmer wieder genau auf die Saiten zu richten. Das kann ich hier jetzt nicht sehen, das muss am Instrument geschehen. Gut, aber wir gehen der Reihe nach, hängen erstmal alles aus. Was ich hier auch noch festgestellt habe, ist, dass die Bändchenleder, die aus Kunstleder sind, hier abgehen,
Das ist nicht weiter schlimm, betrifft nur die Optik, aber das ist auch ein Qualitätsmerkmal, wenn diese Lederchen hier aus echtem Leder sind und nicht aus Kunstleder. Hier haben wir so einen Rest von diesem Kunstleder. Das ist nicht so schön. Aber gut, darum geht es jetzt nicht. Wichtig ist, dass wir hier die Kapseln austauschen. Das Aushängen der Bändchen geht ruckzuck. In die andere Richtung nachher dauert es etwas länger. Aber einen Vorteil hat es ja, wenn man hier zu Hause arbeitet, dann kann man eben in die Küche gehen. Und da stehen dann schon mal leckere Sachen, sodass einer Pause nichts mehr im Wege steht. Wir sehen uns wieder, wenn ich die hier mal alle ausgebaut habe. Und jetzt genieße ich erstmal meinen Kaffee und das kleine Stück Kuchen hier. Ja, ich kann einfach nicht essen und richtig Pause machen und die Arbeit ruhen lassen. Das ist eine Krankheit von mir. Ich muss dann trotzdem weiterarbeiten. Ich muss mich dazu zwingen. Jetzt ist erstmal Pause. So, alle Hämmer sind ausgebaut. So sieht das jetzt aus. Setzen wir uns die Mechanik mal beiseite. Und jetzt können wir hier der Reihe nach die Kapseln entfernen. Hier habe ich zum Beispiel eine Kapsel, die noch funktioniert, wo das Gürtelchen noch nicht gerissen ist. Aber man braucht nur mal dran zupfen und schon ist es kaputt. Also es ist nur eine Frage der Zeit, wann alle reißen. Deswegen ist es sinnvoll, direkt alle Kapseln auszutauschen. Ja, im nächsten Schritt entfernen wir einfach mal jetzt alle Kapseln. Wenn das geschehen ist, habe ich hier meine neuen, die dann da neu angeschraubt werden. Beim Anschrauben ist immer wichtig, hier gibt es eine kleine Nut, da muss die Achse rein. Man hört es, dass die da in dieser Nut sitzt und dann kann man die Schraube anziehen und schon hat man wieder einen funktionierenden Hammer.
So ist jetzt die Vorgehensweise. Da gibt es nicht viel zu sehen. Das Entfernen geht in jedem Fall immer recht flott. Sowohl das Ausbauen der Hämmer als auch das Entfernen der Kapseln. Nachher wird es dann etwas aufwendiger, etwas länger dauern. Hier haben wir wieder eine, die funktioniert eigentlich noch. Aber wenn ich da mal anzupfe, ist das Bändchen direkt gerissen. Ja, zu erwähnen wäre vielleicht noch, dass es unterschiedliche Kapseln gibt. Wenn man also alte Kapseln austauscht, ist es wichtig, dass, also hier haben wir jetzt die alte, hier die neue, dass die Übereinstimmung dahingehend gegeben ist, dass die Achsen auf einer Höhe sind und die Bohrung hier auf einer Höhe. Und hier haben wir bei diesen Kapseln hinten noch eine Nut. Die sollte natürlich auch an gleicher Stelle sein. Also diese Kapseln von Renner passen in dem Fall perfekt. Aber das wollte ich nun mal erwähnen. Nicht jede Kapsel ist wie die andere. Es gibt ja sehr viele Unterschiede, was die Bohrung betrifft, was die Form der Kapsel betrifft und was die Abstände betrifft zwischen Bohrung und Achse. Ja, damit wären wir schon ziemlich weit, wenn ich die gleich alle wieder angebracht habe, diese Kapseln, dann können wir die Hämmer wieder einbauen. Damit können wir jetzt die Hämmerchen wieder einbauen. Yamaha hat hier eine Leiste aus Metall, was die Sache etwas erschwert, denn wenn man den Hammer jetzt wieder reinschraubt, darf man die Schraube kein bisschen verkanten, sonst funktioniert das nicht. Diese Metallleiste hat natürlich den Vorteil, dass sie sich nicht so schnell verzieht wie eine aus Holz. Aber dieser Mechanikbalken macht halt Schwierigkeiten, wenn man Schrauben wieder einsetzt. So, Hämmerchen ist drin, dann wird das Bändchen wieder eingehängt und so gehen wir jetzt vor,
Das brauche ich jetzt nicht mehr zu zeigen. Das ist unspektakulär. Und später beim Kunden ist wichtig, dass ich die Hämmer dann wieder genau auf die Seiten richte. Das geht dann so, dass ich die Kapsel nochmal lösen muss, gegebenenfalls. Und dann das ist aber wirklich schwierig hier. Dann gegebenenfalls den Hammer nochmal ausrichten muss, dass er genau die drei Seiten trifft. Das später beim Kunden. Aber unsere Arbeit ist dann gleich, wenn ich hier alle Hämmer wieder eingebaut habe, erledigt. Und diese Kapseln werden jetzt die nächsten 80 bis 100 Jahre funktionieren. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Da haben wir so eine Schraube, die etwas verkantet hat. Und dann ist es schwierig, die wieder einzuschrauben. Wenn man schon alle Hämmer ausgebaut hat, dann kann man auch eigentlich die Hammerscheitel gleich mal leicht abziehen, wenn hier Riefen vorhanden sind. Das ist jetzt in jedem Fall eigentlich nicht nötig und nicht in Auftrag gegeben. Aber sinnvoll wäre es dann schon, wenn die Riefen tief sind. Man hat die Hämmer ja sowieso alle draußen. Dann kann man das direkt mitmachen. Ja, das wäre es dann von meiner Seite aus bezüglich der Hammernusskordeln, die hier bei dem Yamaha Klavier gerissen waren. Das Klavier stammt aus dem Jahre 1973, also dieses Phänomen tritt meistens bei diesen Instrumenten aus den 70er Jahren auf. Ich habe es auch schon mal bei uralten Klavieren gehabt, natürlich, die dann eventuell feucht gestanden haben, wo die Kordelchen gerissen waren. Aber bei Yamaha ist es leider hier ein Materialfehler, der nach Jahrzehnten zutage tritt. Aber man kann das ja alles reparieren. Ja, noch eine Kleinigkeit, die mir nicht gefällt, ist hier diese Lederchen, die sind beschichtet mit diesem roten Kunstleder hier und das löst sich auch auf. Das ist also auch nicht so schön. Ich ziehe die am besten jetzt alle komplett ab, damit es einheitlich aussieht. Das ist natürlich auch ein Qualitätsmerkmal, wenn diese Bändchenleder hier aus echtem Leder sind, wobei man da auch darauf achten muss, dass diese nicht austrocknen, sonst werden die im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte brüchig. Damit aber
genug und jetzt werde ich meine Arbeit vollenden. Manchmal klappt es wunderbar mit den Schrauben, dass die direkt ihren Weg finden in den Mechanikbalken. Aber oft gibt es da Schwierigkeiten, wenn man ein wenig verkantet. Denn das Gewinde ist ja da reingeschnitten und es darf nicht dann neben dieser Führung eingeschraubt werden. Sonst funktioniert das nicht. Mit Gewalt sollte man die Schraube nicht reindrehen, sondern versuchen, dann die Führung zu finden. Damit sind wir aber jetzt am Ende dieses Films. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wir sehen uns wieder, wenn es wieder etwas Interessantes zu berichten gibt aus meiner Werkstatt oder wie jetzt aus meinem Homeoffice. Ich hoffe ja, dass die Flutschäden nun doch bald mal beseitigt sind und ich wieder in meiner alten Werkstatt dafür sorgen kann, dass alte Klaviere wieder zum Leben erweckt werden oder Klaviere mit Problemen wie hier dieses wieder instand gesetzt werden. Ja, überall lösen sich hier diese roten Kunstlederchen. Leider ist das nicht so schön. Aber nur Optik. Insofern belassen wir es dabei. Ja, ich mache es ja mal jetzt mal wie Peter Lustig. Sie können jetzt gerne ausschalten. Vielleicht müssen Sie noch mit dem Hund spazieren gehen oder andere Sachen erledigen. Es gibt hier nichts mehr zu sehen. Sie können jetzt gerne den Ausschaltknopf betätigen. Dann mache ich eben aus. Tschüss.